Hallo und willkommen zurück hier in Kingdom Hearts Chain of Memories. Ich habe mal kurz wieder mal bei meinem Spezialdeck etwas bisschen rumgemacht, ja. Hier ist mal was Nettes. Und ich habe Captain Hook reingenommen, den wir in Let's Part erhalten haben. Captain Hook, seine Fähigkeit ist einfach Trotzkopf, wenn man ihn aktiviert. Allerdings nicht unendlich lange und funktioniert auch nur, wenn man über 1 HP hat. Ja, das ist... Man braucht das zwar nicht unbedingt, aber ich würde es mal vorschlagen, wir tun es einfach mal rein. Sonst habe ich nichts gelernt, ne? Außer vielleicht Feenfunken. Wenn man zweimal Naseweiß hat, weil wir haben ja letztes Part auch noch Naseweiß bekommen, dann greift Naseweiß mit einem schönen Feenfunken an. Was macht der eigentlich? Moment, darf ich mal da durchlesen? Was haben wir es denn? Also, das ist unser Freundeskart, oder was? Ja. Nein, Teledolch! Okay, zweimal Peters Bahn. Das ist einfach der Dolch und ja, ziemlich schneller Angriff. Wo war denn das jetzt mit Naseweiß? Zielzug, Erdbeben, Teleport, Brüller. Feenfunken. Achso, sie regeneriert mehr LP für einen längeren Zeitraum. Okay. Und was? Dreimal Naseweiß? Nicht zweimal! Dreimal? Das heißt, wenn man zweimal Naseweiß macht, bringt das nichts. Das ist hart. Das ist sehr hart. Gut. So, wir mal dazu. Es geht weiter hier in Castle Oblivion. Auf zum nächsten Stock! Oder? Nimmst du kein Hinweis ernst? Verschwinde, Sora! Riku! Ich gehe erst, wenn ich dich und Namini gerettet habe. Ha! Und wie kommst du darauf, dass ich gerettet werden will? Dann denk an Kairi! Auch sie will, dass du wieder heimkommst. Etwa vergessen? Du vergisst doch ständig! Du solltest doch auf sie aufpassen! In Kingdom Hearts, als wir die Tür zur Dunkelheit geschlossen haben. Ja? Gib auf, Sora. Ich gehe nicht wieder auf die Insel. Und du wirst mich auch nicht überreden können. Es klingt so, als hätte Riku irgendwie alles vergessen, was Freundschaft heißt. Aber naja, ist seine Sache. Es geht doch nicht nur um Kairi. Was ist mit all unseren anderen Freunden? Die kannst du haben. Ich habe diesen Verlierer schon vor Jahren vergessen. Was redest du denn da? Was ist mit dir, Sora? Erinnerst du dich überhaupt noch, wie sie alle aussahen? Natürlich, ich. Mach dir keine Vorwürfe. Das richtet dieses Schloss mit dir an, wenn du so lange bleibst. Ja, mit dir auch, mein Freund. Das müsstest du eigentlich gecheckt haben. Man vergisst Nutzloses und erinnert sich zum ersten Mal an wirklich Wichtiges. Ich habe mich erinnert, Sora, an das, was mir am allerwichtigsten ist. Ich bleibe hier, um Namini zu beschützen. Nur das zählt. Interessant. Hey, Riku. Hast du was dagegen, wenn ich dir auf die Sprünge helfe? Nein, versuch's ruhig. So kann man es auch nennen. Auf geht's! Helfen wir ihm mal ein bisschen auf die Sprünge. Und er hat eine blaue Leiste, der Gute. Und eine richtig geile Musik. Ah, paralysiert mich nicht, das nervt so. Ja, ich mag die Musik bei Riku. Gefällt mir. Donald! Nein, er sticht mich! Und der Gute hat ein Sinistra-Feuer drauf. Das ist eine Feuerattacke, die ziemlich stark ist, aber man kann der ja eigentlich sehr leicht ausweichen. So, mein Freund, jetzt komme ich auch mal mit einer ziemlich starken Attacke gleich mal. Blitz! Ja, aber gleich kommt Blitz. Ja, ich warte noch ein bisschen damit bei einsetzen. Mal schauen, was er so drauf hat. Ja, mein Angriff ist gar nicht so schlecht, aber seine ist auch nicht übel. Soll man nicht unterschätzen. Der hat da oben 15 stehen. Moment, mach das, mach das. Hatschi! Ausgewichen, haha! Sag doch ganz einfach auszuweichen, eigentlich. Wer kann, der kann, ne? Aufladen, ich will meine Nullen noch behalten. Meine Nullen bringen jetzt nichts. Und er hat zwei Elixiere im Deck, der Krasse. Will er auch? Will er auch zwei Elixiere? Zwei Elixiere ist viel! Zwei Elixiere, die sind sau teuer. Und das sind auch noch hohe Elixiere. Eine 5 und eine 4 habe ich gesehen. Ziemlich krass. Oh yeah! Bam, beam und tschüss! Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge, so muss es sein. Und Achtung, Feuerattacke! Und ouch!
Habe ich mal getroffen, aber es ist nicht so stark. Sollte das nicht unterschätzen. So, und jetzt kommt mal mein Blitzker! Pretzel! Na, zieht jetzt nicht so viel ab. Ich hätte mehr erwartet. Ich hätte wirklich mehr erwartet. Und ich habe noch nie mehr Bonifikator, Idiot. Autsch. Also stimmt, ich kann ja nichts machen. Gut, dann mache ich hier dreimal Donald. 18! Was macht er? Blitzker! Wuhu! Und noch was, mein guter? Feuer! Bams! Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. So, mein Bonifikator ist jetzt weg. Das heißt, meine Nullerkarten sind jetzt wirklich Nullerkarten und nicht Einser. So wie vorher. Ja, der Bonifikator, ob er jetzt gut oder schlecht ist, jedes sein eigenes. Du hast viel zu wenig Karten, mein Freund. Hier kommt nämlich nochmal mein Blitzker gleich. Ich warte noch ein bisschen. So, zack! Bams! Shit! Mir kommt vor, halt irgendwie Schutz vor allen Elementen unserer Riku, aber keine Absorbierung. Heißt, jedes Element macht halb so viel Schaden, wie es eigentlich machen sollte. So viele Nullen. Oh, das war zu viel. Autsch. Lass du mich auch wieder? Danke. Ja, du rutschst drüber, ich lad mich auf. Yay! Boah, dauert das lange. Das dauert ja richtig lange. Ich glaube, das mache ich mal. Oh, nein, 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 nein. Da steche ich, mein Freund. Da steche ich. Da hätte er nämlich sein ganzes Deck wiederhergestellt und seinen Zähler da rechts unten, den ihr gerade seht, auf 1 zurückgesetzt. Das wäre ziemlich böse gewesen. Er hätte dann nämlich ein frisches Deck wieder. Auch alle goldenen Karten werden nachgestockt. Als bei Sora. Was sehr gut ist. So, jetzt wird er mit einem Blitzker gewonnen hätte. Gefinished. So sieht er aus. Rico Nummer 2. Besiegt. Ich habe das Gefühl, dann sehen wir nochmal. So, und ich erhöhe nochmal die Kartenpunkte. Lebenspunkte sind jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, auf 800 gehe ich mal und dann wieder die Lebenspunkte. Gah! Schade, Sora. Ich erinnere mich an nichts. Vielleicht musst du dir mehr Mühe geben. Nein, Schluss jetzt. Komm, Rico, lass wieder streiten und helf mir Namine. Beide, gemeinsam. Was denn, wir beide? Typisch du. Immer versuchst du, dich bei mir einzuschmeicheln. Auszeit, wo kommt das plötzlich her? Wahrscheinlich hast du das vergessen. Ich war dir schon immer egal. Okay. Ich lass mich von dir nicht abweisen. Attentat gelernt. Attentat? Das klingt immer so, what? Ja, sehr interessant, was hier abgeht. Also, Rico meint ernsthaft, dass Sora ihn nie ernst genommen hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es so, als hätte die komplette Freundschaft zu Sora vergessen. Falls wir auch seine gehört haben. Attentat. Eliminiert den nächsten Gegner. Nicht immer erfolgreich. Stopp Gravitas Aero. Ich finde das Attentat, sag ich jetzt mal, nicht so gut. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es trifft, ist gefühlt 10%. Gefühlt. Es kann auch mehr sein. Sobald Rico ist, sich wieder zu erinnern, seid ihr immer nur wir Freunde. Hoffe ich, Goofy. Rico, ich hast du ja. War ich schon immer so? Ich glaub schon. Und da haben wir eben mal Al-Axel. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mach dir keine Hoffnungen. Wir sind uns bleiben unbeschriebene Blätter. Aber denk nach, Namine. Du könntest doch sicher irgendwas tun. Hä? Was meint er? Warum? Ich verstehe es nicht. Wir wollen doch beide das Gleiche. Wir wollen beide Namine helfen. Wieso streiten wir uns dann? Ich meine, Rico und ich haben uns zwar schon auch früher schon in die Haare gekriegt, aber... Und wie? Je mehr ihr kämpft, desto größer eure Freundschaft. So was nennt man Rivalen. Rivalenfreundschaft, glaube ich. Ja, ich weiß, aber Rico sieht das wohl etwas anders. Hab vertan, Sora. Ihr wollt doch mal unterdrängig, stimmt's? Du, Rico und Kai...
Ich sehe doch gleich. Einfach schrecklich, wie Rasenstelle unsere Erinnerung schwinden. Donald weiß nicht mehr, wie Kai... vergessen! Du wirst uns beeilen, Sora! Du und Rico werden sich mal eine Aussprache führen! Aussprache? Wahrscheinlich hast du recht, schließlich war ich wir drei nie getrennt. Ich, Rico und Namine. Was ist mit Kai? Ich spiel mal mit. Kai? Komischer Name, du wirst nicht einfach nicht einfallen. Es wäre schön, Rico, dich und Namine wieder ganz lach zu sehen. Tja, würde ich auch schön finden. Sie haben eine weitere Person vergessen. Mehr oder weniger, zumindest Donald macht schon Anzeichen darauf. Sehr betrübsam. Okay, auf geht's weiter chronologisch in den... Gute Frage, was ist chronologisch richtig? Weil der 100-Morgen-Wald ist in Kingdom Hearts nämlich optional. Den muss man nicht machen. Den kann man vor Hollow Bash machen, den kann man nach Hollow Bash machen. Wenn man aber nach den verlorenen Seiten geht, dann ist der 100-Morgen-Wald vorher. Also, 100-Morgen-Wald. Auf geht's. In die unnötigste Welt nach meiner Meinung. Zumindest hier in Chain of Memories. In Kingdom Hearts 1 fand ich noch ziemlich nervig. Hier ist es einfach nur unnötig. Was ist los, mein Kleiner? Ich suche meine Freunde. Sind sie hier irgendwo? Hier scheint aber niemand zu sein. Dann suche ich wohl niemanden. Was? Du suchst niemanden? Dieser Bär. Ja, ich suche schon die ganze Zeit, weil ich komme nicht weiter. Das viele Suchen macht mich hungrig. Ob hier wohl echt Honig ist? Honig? Aber wenn ich anfange zu essen, kann ich nicht mehr weitersuchen. Der und seine Zwickmühlen. Wie wär's? Wir suchen deine Freunde gemeinsam. Du meinst, wir suchen gemeinsam nach niemanden? Nein, nein, nach deinen Freunden. Vielleicht sind sie ja hier. Komm, wir suchen sie zusammen. Suchst du auch meine Freunde? Nun, ich suche selbst nach Freunden von mir, also von daher. Sind das Pooh-Freunde? Moment mal, ich bin doch Pooh und nicht du. Das stimmt, ich bin Sora. Meine Freunde sind sind nicht deine Freunde. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man seine Freunde vermisst. Warum suchen wir sie also nicht gemeinsam? Ich glaube, irgendwie ist der Bär... Ich weiß nicht. Durch den Wind? Ja, das ist das richtige Wort, glaube ich. Das klingt toll! Hilf Pooh, seine Freunde zu finden, während du ihn zur Ziellinie führst. R-Taste rufen. Der Honig rechts oben im Bild ist der Quelle von Poohs Energie. Pooh schlummert für eine Weile weg, wenn ihm der Honig ausgeht. Wenn ihm der Honig ausgeht! Okay. Ja. Die ganze Welt hier besteht aus keiner einzigen Tür, sondern nur aus dem hier. Pooh sucht seine Freunde und Sora muss ihm helfen. Mit R kann man Pooh hier rufen. Hi, komm her. Er läuft dann ein bisschen schneller. Und ja, man kann auch ein bisschen schlagen, bringt aber genau nicht viel. So, hier ist der erste. Möhren, Kohl, Zwiebeln, genauso muss mein Gemüse ziert werden. Mehr oder weniger der erste Freund. Hier ist ein Honigtopf, falls euch die Energie ausgeht. So, und hier in den Büschen, glaube ich. Oder auch nicht. Was? Ah ja, hier in dem Busch. Da sind nämlich Muckelpunkte drin. Mehr braucht nicht. Komm her, du Bär! Komm her, du Bär! Ich hasse das. Hierher! Du hattest doch keinen Hunger, wie kannst du denn... Ach, egal. Ja, wie geht man hier vor? Man geht einfach mal wie Pooh und, ja, muss schauen, was man machen könnte, was einen Sinn ergibt. Also, à la Try-and-Error-System. Wie ging das nochmal hier? Ich glaube, ich musste beide reinstecken, ne? Ja. Bams! Dann geht das Ganze hier zusammen. Wozu das Gute, das gut war jetzt, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall sollte man das machen, denn Wagen zerstören. Yeah! Voll Wagen zerstören. Hier sind ein paar Luftballons. Und hey, der ist Ferkel! Hi! Wie geht's denn so? Den mag ich wenigstens, aber das war's auch schon. Das ist der erste, den man finden kann. Oh! Oh nein, ich bin niemand. Ich behalte mich einfach gar nicht.
Bist du nicht Bruce Freund? Nein. Ich bin nicht Bruce Freund. Ich bin... Hallöchen, Ferkel! Oh, du bist es, Boo. Hat er nicht gesagt, er ist nicht sein Freund? Ja. Gott sei Dank, ich habe jemanden gefunden. Ich habe die anderen verloren, wusste nicht, was ich tun soll. Das erklärt auch, warum du so nervös bist. Ferkel, komm doch mit und hilf uns, unsere übrigen Freunde zu finden. Was, aus ich weiß nicht. Was soll ich tun? Sieht nicht so aus, als würde er mitgehen wollen. Komm, Puh. Oh, wartet! Hast du es anders überlegt? Ich überlege noch, aber ich habe im Gebüsch etwas Seltsames gefunden. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ihr könnt es behalten. Für das, dass man seine Freunde findet von Puh, erlernt man Techniken. Da ist der ganze Sinn dahinter. Mehr auch nicht. Weiter geht's hier im nächsten Part, denn ich muss hier gerade was machen. Also nicht wundern. Bis dann und ciao.